Über die Südsee sind sie zu uns nach Bayern gekommen. Stolze Seefahrer brachten sie mit. Damals eine Sensation. Heute schippern sie, wie selbstverständlich, über den Ammersee. Tattoos. Eine der ältesten Kunstformen der Welt. Schon Ötzi war tätowiert. Historiker Reinhard Jakob ist unterwegs auf Spurensuche zur Geschichte der Tattoos in Bayern. Sogar Kaiserin Sissi soll eins gehabt haben. Und es war keine Jugendsünde. Kaiserin Elisabeth ist ja ein hervorragendes Beispiel dafür, die sich ja wohl in einer Hafenkneipe ein Tattoo hat stechen lassen. Auf einer ihrer vielen Reisen. Sissi? Ein Tattoo? Auf ihrer Schulter soll es gewesen sein. Ein Anker, so der Tagebucheintrag ihrer Tochter Marie-Valerie. Also der Anker ist ja ein Beispiel für ein ganz traditionelles Tattoo. Da konnte man nichts falsch machen, auch als Kaiserin nicht. Und es steht ja für diese Seeleute, für die, die ja tatsächlich das Tattoo importiert haben. Und für diese ja, etwas andere Lebensform. Auch Schiffführer Martin Johann Wipper ist leidenschaftlicher Seemann. Und wo ist der Anker? Hab ich keinen. Soll ich mal einen machen lassen? Ich überleg's mir noch. Als echter Seemann? Als echter Seemann. Mama und der Anker. Dafür hat er seine Tattoos wirklich aus der Ferne mitgebracht. Gestochen auf Bali, wo er 5 Jahre gelebt hat. Traditionell wird dort noch viel von Hand tätowiert. Also jetzt nicht so traditionell mit Bambus und. Na, hätte ich mal gern gemacht, aber das ist sehr schmerzhaft. Das habe ich mir noch nicht traut. Nur ein paar Kilometer weiter das Bauernhofmuseum Jexhof. Hierher hat Museumsleiter Reinhard Jakob Menschen aus der Region zu Interviews und Fotoshooting geladen. Warum entscheidet man sich für ein Tattoo? Schmerzhaft, nicht ganz billig und für immer unter der Haut. Das hat mir einfach gefallen und dann hat das her müssen. Das war schon immer so. Das ist halt mein Gefühl. Das ist mein Gefühl, das ich da unterbringe. Es gibt Sachen, die mich ausmachen oder die mir persönlich viel bedeuten, sage ich jetzt mal, wie Videospiele und meine Kinder zum Beispiel. Die Hirschkuh von Harry Potter, das ist der Patronus, der Schutzzauber für die Familie. Mir ist generell die Familie wichtig und das habe ich verkörpern wollen, auch auf meinem Körper. Familie Knödler aus Olching tätowiert sich schon in der 2. Generation. Mama Sabine ist 1980 eine der wenigen in Bayern, die ein Tattoo wagen. Lange hat sie es zu Hause geheim gehalten. Ich habe meistens dann was Langes angehabt. Also bis meine Mom gesehen hat, das hat lang gedauert. Aber es hat sich dann auch entsprechend entladen. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Rausschmiss aus der Wohnung. Oder versuchter Rausschmiss. Und ich vermute mal, dass das wirklich so eine Art Rebellion war, dass man gegen irgendwas auflehnt. Dass man sich einfach ja, irgendwo einen Platz sucht im Leben oder in der Welt als junger Mensch. Ich weiß nicht, ich wollte es haben, dann habe ich es gehabt und dann ist man zufrieden. Nach 4 Wochen war man nicht mehr zufrieden, weil man bloß eine gehabt hat. Dann hat es die 2. gegeben. In meinem Fall zumindest eine gewisse Art versucht, weil jetzt 30 Jahre später immer nur zum Tätowieren geht. Diese Sucht, wirkt sie nicht auch ansteckend? Ich habe es mir schon sehr oft überlegt, mit meiner Tochter zusammen eins zu machen, aber ich habe es noch nicht gewagt. Noch nicht? Ja, ich weiß es noch nicht. Den Sissi-Anker. Genau, den Sissi-Anker. Aber da muss man ja auch einen Termin kriegen. Es ist ja nicht so einfach. Die Studios sind ja auch ganz gut ausgebucht. Also so einfach ist es wohl nicht. Diakon Rainer Fuchs aus Franken hat schon viele Termine im Tattoo-Studio hinter sich. Unter seiner Albe versteckt sich ein umfangreich tätowiertes Glaubensbekenntnis.
Wenn ich in Kontakt komme mit Menschen, dann ist es tatsächlich so, dass sie sehr schnell sehr offen sind. Und das passiert über diese Tätowierungen, wo ich dann darauf hinweisen kann, auch die vier Evangelisten, die ich mit mir rumtrage. Und wenn ich dann halt so irgendwo rumstehe und in Giesing sah man dann immer den Löwen und ich war sofort 60er. Und dann ist man im Gespräch zu sagen, nein, Klubberer, weil in Nürnberg geboren und aufgewachsen. Und gucken, ob die Gänsehaut weggeht vor der Nahaufnahme. Matthäus, Markus, Lukas mit dem Stier und hier Johannes der Adler. Das ist auch ganz oft die Bezeichnung von alten Gaststätten. Wenn man dann den goldenen Adler oder zum schwarzen Löwen hat, das kommt alles aus dieser Kunsttradition von den Evangelisten eben. Das Tattoo-Studio Cubano Inc. in München-Schwabing. Hier will sich der Diakon gleich ein recht unchristliches Bild stechen lassen. Idole aus Kindertagen, die Lästermäuler Waldorf und Statler von der Muppet Show. Ich finde die einfach klasse, ja, wie sie alles und immer kommentieren. Und das ist ja so ein bisschen der schwarze Teil meiner Seele, der auch gern mal Sachen kommentiert. Und von dem her finde ich die einfach sehr unterhaltsam. Betäubungsspray? Haben wir nicht. Dürfen wir nicht, gibt's nicht. Aber soll auch gar nicht. Das Tattoo muss ja durchaus sich erarbeitet werden in irgendeiner Form. Gleich wird Stettler per Tinte mit bis zu 10.000 Stichen pro Minute unter die Haut gestochen. Manche brechen mal ab, weil sie es einfach nicht aushalten. Ist aber auch völlig in Ordnung zu sagen, ich möchte jetzt nicht mehr. Und was ist dann, wenn du dich verstichst? Dann verstichst du dich, oder? Wenn dann zuckt. Ja. Okay, dann legen wir los, ja? Das Münchner Stadtmuseum. Hier sucht Reinhard Jakob nach den ersten Abbildungen Tätowierter in Bayern, die man in der Abteilung Puppentheater und Schaustellerei unter dem historisch überlieferten Begriff Abnorme abgelegt hat. Tätowierungen sind um 1900 eine Sehenswürdigkeit, mit der man Geld verdienen kann, wie Tänzerin Salome. Die einzig dastehende in sieben Farben tätowierte Schönheit ohne Konkurrenz. Die ist unter anderem in der Maximilianstraße 22 aufgetreten. Im Varieté, im Zirkus und auf der Wiesen zeigen Tätowierte ihre Haut, wie Miss Criola und Miss Alvanda, und erzählen schaurig erotische Märchen von Indianern, die sie zwangstätowierten. Übles kolonialistisches Gedankengut der Jahrhundertwende. Genauso fragwürdig wie die Untersuchungen, die Mediziner an tätowierten Frauen vornehmen. Und da saßen dann mehrere Herren um die Frau Salome und haben sie begutachtet. Es war so ein spannendes Phänomen, dass man eben Hautteile konserviert hat, die heute noch existieren. Und hier gibt es tatsächlich noch so eins. Die Ernst-von-Bergmann-Kaserne in München-Neuherberg. Seit 1880 wird es hier wohltemperiert gehütet, in der wehrpathologischen Lehrsammlung der Sanitätsakademie der Bundeswehr. Feldwebel Lara Panther ist verantwortlich für das 150 Jahre alte eingelegte Hautstück mit einem Konterfei von keinem geringeren als König Ludwig II. Das Präparat wurde entnommen von der Brust von einem Gebirgsjäger damals, der in seiner Vita über Hamburg gekommen ist. Daher gehen wir davon aus, dass das Tattoo damals in Hamburg gestochen worden ist, noch mit dieser schönen Hammertechnik, mit dem Nagel sozusagen. Und dafür ist die Qualität natürlich sehr, sehr gut. Toll. Also unten steht ja noch Edelweiß. Was sagten Sie dazu? Das ist ja auch mit das beim Gebirgsjäger mit ein Zeichen und dementsprechend wird man das wahrscheinlich mit integriert haben. Und weiß man denn, an was er gestorben ist? Details zu seinem Tod haben wir leider nicht. Die einzigen Hintergründe, die ich habe, ist halt wirklich Gebirgsjäger und ja, dass er halt ein Bayer war. Zu Lebzeiten von König Ludwig. Aber irgendetwas stimmt nicht. Bayerns
dann scheint mir irgendwie ein Wort zu fehlen. Ludwig der Zweite, König Bayerns, so müsste es eigentlich heißen. Das Wort König ist aber nicht da. Also vielleicht ist es so abgeschnitten worden, dass man das nicht lesen kann. Oder vielleicht ist die Verwundung genau da durchgegangen. Kann ja sein, wenn er tatsächlich jetzt verwundet worden wäre als Soldat. Ich glaube, Ärzte haben Sachen genommen, die für sie spannend waren, wo sie gesagt haben, die sind für die Forschung natürlich interessant. Und wir sind ja hier auch in der bayerischen Kaserne, dementsprechend der Nationalstolz, der da wirklich mitspielt. Haben Sie denn ein Tattoo? Ja, mehrere. Aber gut verdeckt. Gut verdeckt? Darf man denn bei der Bundeswehr ein Tattoo haben? Es ist nicht verboten, aber wenn man sowas macht, dann A, an Stellen, wo man es nicht also so direkt sieht, also nicht im Gesicht. Und dann natürlich die Heilungsphase, das macht man dann im Urlaub. Über eine Stunde traktiert Flo Hess nun schon beharrlich das Schienbein von Diakon Rainer Fuchs. Wenn er das dann mal 2 Stunden macht, ist der Moment, wo er unsere Freundschaft gefährdet. Ist aber auch gerade das Gemeinste hier. Die flächige Farbe tut besonders weh. Aber es muss sein. Staedtler ist halt ein Held des Farbfernsehens. Fertig. Sehr gut. Jetzt ist das Ganze halt massiv auch rot. Das wird viel heller. Gut. Nimmst du mit, oder? Ja, nehme ich mit. Genau, lass drauf. Für den Diakon war es sicher nicht das letzte Tattoo. Während es bei Reinhard Jakob bis zum ersten noch Jahre dauern könnte. Es ist ja ein ganz komplizierter Vorgang, für sich für ein Tattoo zu entscheiden. Also wenn, dann würde es nur ein Muster werden. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Es ist noch offen. Guter Spielfilm hört immer so auf. Könnte sein, dass bis dahin die Untätowierten in Bayern die Minderheit sind. Die Lust auf Tattoos scheint immer größer zu werden. Wie einst die Sehnsucht der Seefahrer nach der Südsee, aus der sie die Tattoos mitgebracht haben.